An einem der unwirtlichsten Orte der Erde versuchen Männer aus der ganzen Welt, das schier Unmögliche möglich zu machen. Hier soll ein gewaltiger Damm entstehen, ein ausgedehnter Stausee und ein 40 Kilometer langer Tunnel, durch den das Wasser aus diesem See bis zu einem großen Wasserkraftwerk gelangt. Doch das Projekt wird durch die Naturgewalten gefährdet. Überschwemmungen, Lawinen, Erdrutsche und Felsstürze sind fast an der Tagesordnung. Und auch die Kommunikation ist alles andere als einfach. Kaum zwei Männer hier sprechen ein und dieselbe Sprache. Werden die Teams die Herausforderungen bestehen? Das furchtbare Wetter und die gefängnisähnlichen Bedingungen? Wird ihr Projekt ein Erfolg? Mitte April im Nordosten von Island. Hier, kurz unterhalb des Polarkreises, kämpft eine riesige Mannschaft von Bauarbeitern einen erbitterten Kampf. In diesem Tal soll einer der höchsten Staudämme der Welt entstehen. Ein Bauwerk so hoch wie ein 55-stöckiger Wolkenkratzer. Doch alles in dieser Wildnis scheint den gewagten Plan vereiteln zu wollen. Tim Hill ist Ingenieur und einer der Bauleiter des Dammprojekts. Ich glaube, das Extremste ist das Wetter, mit sehr viel Schnee, schlechter Sicht und Kälte. Wir hatten schon minus 20 Grad Celsius. Und das ist nicht alles. Die seit Millionen von Jahren unberührten Talseiten scheinen durch die Bauarbeiten in Bewegung zu geraten. Ein Felssturz folgt nun dem nächsten. Trotzdem darf die Arbeit nicht stocken. Sie muss vor dem Tauwetter im Frühling fertig sein. Okay, we go. Der italienische Ingenieur Girolamo Vadanaga ist der Boss. Es passt uns gar nicht, wenn wir die Arbeit unterbrechen müssen. Heute allerdings ist eine Unterbrechung unvermeidlich. Einer der Arbeiter wurde von herabstürzenden Steinen erschlagen. Er war aus dem Führerhaus seines Baggers gestiegen und hatte nicht bemerkt, dass sich gleich über ihm ein Teil der Felswand gelöst hatte. Die Verantwortlichen lassen die ganze Schlucht räumen. Sie scheinen die Gefahren in zumindest diesem Teil ihres Projekts völlig unterschätzt zu haben. Die Geschichte des Bauvorhabens begann im Jahr 2003, als die amerikanische Alcoa Aluminium Company einen Vertrag mit der isländischen Regierung schloss. Alcoa würde ein Hüttenwerk bauen, ein wahres Geschenk des Himmels für die besonders entlegene Region, in der Arbeitsplätze Mangelware sind. Die Sache hatte allerdings einen Haken. Die Regierung müsste für die Anlage ein neues Kraftwerk errichten. Die Kosten für das Unterfangen 1,3 Milliarden Euro, mehr als ein Achtel des Bruttosozialprodukts von Island. Doch nicht nur deshalb stieß der Plan im Land auf Widerstand. Naturschützer kritisierten die Zerstörung eines einmaligen Lebensraums. Das Großprojekt umfasst eigentlich zwei Bauvorhaben. Einen Damm, hinter dem sich ein 57 Quadratkilometer großer See stauen wird. Und einen 40 Kilometer langen Tunnel, durch den das Wasser aus diesem gewaltigen Reservoir bis zum Kraftwerk fließt. Am Ende des Tunnels soll es 300 Meter tief direkt in die 6 Turbinen stürzen. Wie am Damm haben sich allerdings auch die Arbeiten am Tunnel längst verzögert. Bisher ist nur die sogenannte Startröhre für den Tunnelbau fertig. Mike Berngesser ist der einzige Amerikaner hier. Er wäre schon bei der Anreise beinahe ums Leben gekommen.
Das Wetter hatte alles lahmgelegt. Wir gerieten in einen Sturm mit 110 Stundenkilometern Windgeschwindigkeit und sehr viel Schnee. Es dauerte 2 Tage, bevor wir weiterkamen. Wenn ich nicht schon meinen dicken Skianzug und die Arbeitsstiefel gehabt hätte, wäre ich wohl erfroren. Als Birngässer endlich ankam, fand er Dutzende riesiger Transportkisten vor. In ihnen waren die Einzelteile jener Maschine verstaut, die eigentlich den Tunnel graben sollte. Der Lieferant hatte die Kisten zwar termingerecht geliefert, sie dann aber einfach ungeschützt stehen gelassen. Jetzt war alles von dickem Eis überzogen. Birngässer ist ein echter Maschinenfreak. Für gewöhnlich baut er jedes Gerät in kürzester Zeit zusammen. Diesmal aber ließen sich nicht einmal die Kisten und Container öffnen. 2,5 Wochen lang waren wir nur damit beschäftigt, Eis abzuschlagen, Schnee zu schaufeln und die Teile zu ordnen. Die waren nämlich völlig durcheinander. Birngässer ist für ein wahres Monster zuständig, die Tunnelbohrmaschine. Eine Art Bohrer von der Größe einer Lokomotive. Im Grunde ist sie nichts anderes als ein gewaltiges Stück Stahl, mit dem man Fels durchbohren kann. Schon im Normalfall ist es nicht einfach, eine solche Maschine startklar zu machen. Diesmal dauerte es ganze 2 Monate, bevor zumindest ein Teil des Geräts in die Startröhre gebracht werden konnte. Birngässer und sein südafrikanischer Kollege Chris de Langa wollen der Crew heute zeigen, wie die hydraulischen und elektrischen Systeme angeschlossen werden. Auch die Schienen in der Startröhre, auf denen sich die Vortriebsmaschine bewegen soll, müssen fertiggestellt werden. Doch es gibt ein Problem. Kaum 2 Männer hier sprechen ein und dieselbe Sprache. Das muss neu geschweißt werden. Wir heben das an und dann muss er noch mal ran. Ja, er darf nur nicht den Rahmen ruinieren. Birngässer und Delanga wissen nicht, wie sie sich verständlich machen sollen. Die babylonische Sprachverwirrung verlangsamt die Arbeit noch zusätzlich. Sie müssen mir das erklären. Warten Sie bitte einen Moment. Während es in der Startröhre zumindest schleppend vorwärts geht, wird am Staudamm noch immer nicht gearbeitet. Seit dem tödlichen Unfall ist 1 Woche vergangen. 7 Arbeitstage, in denen niemand mehr auf der Baustelle war. Jetzt muss es weitergehen. Schon in wenigen Wochen wird Tauwetter einsetzen. Der Wasserspiegel im Fluss wird dann so rapide steigen, dass alles bisher Geschaffte in Gefahr sein könnte. Die Arbeit am Damm war schon im Winter und bei niedrigem Wasserstand nicht ganz einfach. Damit überhaupt eine Baustelle eingerichtet werden konnte, musste der Fluss umgeleitet werden. Die Arbeiter sprengten dazu einen sogenannten Umleitstollen in die Felswand. Das Wasser fließt nun durch diesen Tunnel, allerdings erst seitdem ein Fangdamm den bisherigen Flusslauf versperrt und die Fluten in den Tunnel umleitet. Auch am unteren Ende des Stollens musste ein Fangdamm errichtet werden. Immerhin dürfen die Wassermassen, die hier aus der Bergwand schießen, nicht in das alte Flussbett zurück. Nach diesen ersten Erfolgen hat der tödliche Steinschlag die Planung jedoch völlig durcheinander gebracht. Die Zeit drängt. Die Fangdämme sind nicht hoch genug, um den Wassermassen der Schneeschmelze zu widerstehen. Bei einer Überflutung der Baustelle müssten die Arbeiten bis zum kommenden Winter unterbrochen werden. Und das wäre eine Katastrophe für alle Beteiligten. Die Projektleiter haben in der vergangenen Woche deshalb alles nur Mögliche unternommen, um die Felssturzgefahr zu verringern. Wie in vielen alten Tälern sollen auch hier Zäune herabstürzende Felsbrocken zurückhalten. Besonders instabile Hänge werden insgesamt mit Netzen überspannt. Wenn es jetzt zu einem Felssturz kommt, rutschen die Steine hinter den Netzen zum Talboden, anstatt im freien Fall die Arbeiter zu gefährden. Da ist gerade was runtergekommen. Doch der Plan lässt sich in der kurzen Zeit gar nicht umsetzen.
Das Tal ist viel zu groß und die Männer können nur einen Bruchteil der gefährlichen Hänge überhaupt erreichen. Trotzdem spricht, zumindest in den Augen der Planer, einiges für den Bau des Staudamms gerade an diesem unwirtlichen Ort. Am oberen Ende des Tals liegt der Vatnajökull, der größte Gletscher Europas. Seine Schmelzwasserflüsse sollen nun der Stromgewinnung dienen. Mit einer Fläche von 8.300 Quadratkilometern ist der Vatnajökull die drittgrößte Eisfläche der Erde. Wenn im Frühling die Temperaturen steigen, verwandelt sein Schmelzwasser die vielen kleinen Flüsse der Region in reißende Ströme. Mit all dem Wasser ließe sich eine Menge Strom gewinnen. Die Projektentwickler wussten, dass es nicht einfach sein würde, diese Kräfte zu bändigen. Schon im Vorfeld der Arbeiten war der logistische Aufwand enorm. Zuerst wurde eine Straße gebaut. Sie sollte die Baustelle mit der nächsten, rund 60 Kilometer entfernten Kleinstadt verbinden und den Transport von hunderten Baumaschinen ermöglichen. Mitten im Nichts schossen dann die Unterkünfte aus dem Boden. Eine ganze Kleinstadt. Und bald trafen die Männer ein, die hier arbeiten sollten. Sie kamen aus den verschiedensten Ländern und nahmen gern in Kauf, dass sie im Durchschnitt 4 Jahre in der Wildnis dieses Tals bleiben würden. Sie sind moderne Nomaden, immer auf der Reise von einer entlegenen Region der Erde zur nächsten. Sie verbringen einen Großteil ihres Lebens weit entfernt von Familie und Freunden. Für mich wäre es schöner mit meiner Familie, aber das geht nicht an so einem Ort. Ich habe die Hälfte meines Lebens im Ausland verbracht. Ich bin jetzt Weltbürger. Es dauerte ein ganzes Jahr, bis alle Fachkräfte beisammen waren. Und das war noch der leichtere Teil der Arbeit. In den Augen eines Laien mag der Bau eines Staudamms ganz einfach aussehen. Man errichtet eine Mauer, die das Wasser zurückhält und fertig. Doch ganz so simpel ist es nicht. Wasser ist schwer und eine große Menge Wasser erzeugt einen ungeheuren Druck. Für den Bau dieses Dammes werden 11 Millionen Tonnen Stein gebraucht. Ein Baustoff, den es hier im Überfluss gibt. Der Abbau, die Gewinnung, ist allerdings harte Arbeit und nicht ganz ungefährlich. Im Augenblick sind jedoch nicht die Steine für den Damm ein Problem, sondern die Felsstürze im Baustellenbereich. Für Arbeiten dieser Größenordnung ist die Landschaft hier rein geologisch gesehen denkbar ungeeignet. Inzwischen versuchen die Arbeiter schon seit 2 Wochen, die Baustelle mit Hilfe von Zäunen und Netzen sicherer zu machen. Heute ist es endlich soweit. Die Bauleiter haben grünes Licht gegeben. Die Arbeit am Damm kann weitergehen. Der erste Tagesordnungspunkt nach der Zwangspause ist das Betonfundament für den Damm. Auch wenn es eher unwahrscheinlich klingt, diese winzig wirkende Fläche soll die Basis für ein 55 Stockwerke hohes Bauwerk werden. Ein Bauwerk, das einst mehr als doppelt so hoch sein soll wie das bislang höchste Gebäude Islands. Das ist offiziell der erste Beton für das Fundament des Dammes. Hoffentlich machen wir wenigstens am Samstag mal eine Flasche Wein auf. Im Augenblick bleibt keine Zeit zum Feiern. Vardanaga und seine Crew arbeiten rund um die Uhr.
Trotzdem wird es schwierig, die verlorene Zeit wieder reinzuholen. Und der Italiener ist nicht der Einzige hier, der mit Schwierigkeiten zu kämpfen hat. 16 Kilometer von der Dammbaustelle entfernt haben auch die Tunnelarbeiter Probleme. Mike Berngesser und Christy Langer versuchen noch immer, die riesige Tunnelbohrmaschine einsatzbereit zu machen. Von den geplanten 40 Tunnelkilometern ist noch nicht einer gegraben. Doch der Zusammenbau der Maschine gestaltet sich weit schwieriger, als abzusehen war. Hast du Kabel für das Band oder nicht? Nein. Sind da keine Kabel? No. Bei der Montage dieser Maschine gibt es immer Probleme. Meistens haben die Leute, die sie zusammenbauen, kaum Ahnung von Technik. Berngesser und die Langer bauen das Gerät nicht selbst zusammen. Sie sollen den anderen zeigen, wie es gemacht wird. You can even put the turnbuckle on, so you can adjust up and down. Yes, okay. It's like being a babysitter, basically. Ich bin hier der Babysitter. Ich habe 50 Kinder und muss organisieren, was sie tun. Ich muss sie beschäftigen. Vor allem ihre eigene, nur unzureichend definierte Rolle ist ein Problem für Berngesser und die Langer. Sie sind zwar die Experten, aber nicht die Chefs. Die Leute müssen das, was die beiden ihnen sagen, nicht unbedingt ausführen. Das muss sich drehen können. Du bist hier dazwischen und das muss sich bewegen können. Wir sollten andere Sachen machen. Wir arbeiten an ganz speziellen Systemen. Hier müsste entweder B oder V draufstehen. Und die Sprachbarriere wird von Tag zu Tag eher noch größer. Die schneiden da noch einen aus. Die versuchen, alles vorzubereiten, aber der Mann hat nicht verstanden, was Chris wollte. Der Schweißer hat sich einfach umgedreht und ist weggegangen. Chris DeLanger wird sich auf die Suche nach ihm machen müssen. Was er will, ist eigentlich ganz einfach. Ein Stück Stahl soll in zwei Hälften geschnitten werden. Ist der Angolaner in der Werkstatt? Ja. Ich möchte gern wissen, wo die ihn hingesteckt haben. Keine Ahnung, vor 5 Minuten war er noch da, dann war er weg. Wahrscheinlich geht es schneller, wenn Chris DeLanger den Stahl einfach selbst zerschneidet. Heiß. Inzwischen machen die Langer und Berngesser erste Fortschritte. Auf die Arbeiter der Dammbaustelle wartet am nächsten Morgen dagegen eine böse Überraschung. Die Temperaturen sind früher und schneller gestiegen als erwartet. Ausgerechnet in diesem Jahr scheint das Tauwetter schon jetzt einzusetzen. Die gesamte Baustelle ist ein einziges Matschloch. Jede Bewegung wird hier jetzt zur Anstrengung. Der einsetzende Regen macht alles noch schlimmer. Und das Wasser, das die Hänge herunterrinnt, erhöht zudem noch die Gefahr von Felsstürzen. Am schlimmsten ist aber, dass nun natürlich auch der Wasserpegel im Fluss viel früher steigt als erwartet. Gestern Abend rief mich ein Bauleiter an. Er machte sich Sorgen, weil das Wasser so schnell steigt. Schon jetzt gefährden die Fluten die provisorischen Dämme. Vor allem der untere Damm am Austritt des Umleitstollens ist in Mitleidenschaft gezogen. Ganze Teile der Befestigung wurden weggespült. Gestern ist es nochmal um 1 Meter gestiegen. Das hat am Fuß des Fangdamms zu ziemlich heftiger Erosion geführt. Morgen. Wir haben hier schon ein paar Schäden. Ja, sieht ganz so aus. Ich will das da oben flicken.
Gerolamo Vadanaga weiß, dass es unweigerlich zum Dammbruch kommt, wenn der Pegel weiter steigt. Die gesamte Baustelle würde dann unter Wasser stehen. Doch die Ingenieure haben mit allen Eventualitäten gerechnet. Ihre Leute haben schon mit dem Bau eines zweiten Umleitstollens begonnen. Er liegt etwas höher in der Talseite als der erste Stollen. Doch der neue Stollen ist noch nicht fertig und in den nächsten 24 Stunden soll es weiter regnen. Die Mannschaft muss den beschädigten Teil des unteren Fangdammes sichern. Besonders große Steinblöcke sollen den anstürmenden Wassermassen zumindest einen Teil ihrer Wucht nehmen. Das ist ein Rückschlag. Statt mit dem Damm sind wir jetzt damit beschäftigt. Gerade diese Arbeit ist gefährlich. Die Felsbrocken lagern direkt unterhalb der Steilwand, vor der der Baggerfahrer beim letzten großen Felssturz ums Leben kam. Immer wieder werden die Männer daran erinnert, dass sie sich möglichst von der Klippe fernhalten sollen. In der Hitze des Gefechts vergessen die Leute das dauernd. Da wurde nicht nachgedacht. Statt mit der eigentlichen Aufgabe voranzukommen, kämpft die Truppe von Tim Hill wieder einmal nur gegen die Elemente. Eine Sisyphos-Arbeit, die alle Beteiligten auf eine harte Probe stellt. Mike Berngesser und Chris DeLanga können dagegen einen ersten Erfolg verbuchen. Sie machen Fortschritte. Am Kopf der Vortriebsmaschine befindet sich das sogenannte Schneiderad. Dieser stählerne Schild, der sich im Drehen immer weiter ins Erdreich frisst, hat einen Durchmesser von fast 8 Metern und wiegt 70 Tonnen. Wie der Rest der Maschine kam aber auch das Schneiderad in Einzelteilen auf der Baustelle an. Diese Teile müssen nun mit größter Präzision zusammengeschweißt werden. Ein südafrikanisches Unternehmen hat die heikle Aufgabe übernommen. Seine Schweißer gelten als besonders gut. Schon der Firmenname ist Programm. Extreme Welding, Extremschweißen. Diese Typen sind wirklich gut, die schaffen das. Ein dickes Lob von einem Mann, der sich selbst zu den Weltklasse-Schweißern zählt. Sein wichtigstes Werkzeug? Die schicke Kopfbedeckung. Ich trage schon jahrelang sowas. Und zwar ganz einfach, weil einem beim Schweißen immer irgendwelche Funken auf den Kopf fallen. Inzwischen erkennen die Leute mich an meinem Tuch. Die Männer von Extreme Welding sind schon seit fast einem Monat damit beschäftigt, die neuen großen Einzelteile zur perfekten Kreisform zusammenzusetzen. Wir haben alle Zeit der Welt. So ungeduldig die Lange auch sein mag, er wird die Schweißer nicht nervös machen. Der ganze Tunnelbau hängt davon ab, ob sie ihre Aufgabe ordentlich erledigen. Inzwischen ist es fast geschafft. Schon in Kürze wird die Lange sich ansehen können, was sie geleistet haben. Am Damm sind die Männer weniger glücklich. Hier wird immer noch geschuftet, damit die Baustelle nicht bald im Wasser versinkt. Das Wasser ist seit gestern Abend schon wieder gestiegen. Trotz aller Anstrengungen könnte es sein, dass der untere Fangdamm den Fluten nicht mehr lange standhält. An mehreren Stellen sickert Wasser durch, selbst an Stellen, die schon mit Beton abgedichtet wurden. Längst arbeiten die Pumpen auf Hochtouren, damit die Männer hinter dem Damm nicht knietief im Wasser stehen. Doch das wird bald nicht mehr genügen. Unter dem Gewicht der Wassermassen könnte der gesamte Damm brechen. Vadanaga will die fast schon aussichtslose Lage durch einen gewagten Trick retten. Er lässt die Pumpen abschalten. Wenn sich gleich hinter dem Damm dann Wasser sammelt, stemmt sich dieses Gewicht gegen den Druck der anstürmenden Fluten. Vielleicht lässt sich der Damm auf diese Weise noch retten. Die Männer haben
haben jedoch ein zweites Problem. Inzwischen füllt das Flusswasser den unteren Stollen schon fast ganz. Wenn der Pegel noch weiter steigt, könnte auch der obere, noch nicht fertige Stollen überflutet werden. Das allerdings würde zu größeren Schäden führen. Balanaga fällt deshalb eine zweite gewagte Entscheidung. Er befiehlt den Arbeitern, den oberen Stollen provisorisch zu verschließen. Der Bauleiter versucht, Zeit zu gewinnen. Wenn die Männer schnell genug sind, lässt sich der obere neue Stollen auf diese Weise wohl retten. Andererseits erhöht sich durch die Sperrung die Gefahr. Wenn das Wasser noch weiter steigt, würden die Fluten irgendwann einfach über die Dammkrone schwappen. Der Fangdamm könnte brechen und das hätte unweigerlich eines zur Folge. Die Arbeiten müssten bis zum nächsten Winter ruhen. Wenn das Wasser noch einen Meter steigt, müssen wir alle Leute aus dem Canyon evakuieren. Gegen Abend ist es dann soweit. Das Tal muss tatsächlich evakuiert werden. Die Männer können nur hoffen, dass der reißende Fluss nicht in wenigen Stunden die Arbeit von Monaten zunichte macht. Am nächsten Morgen ist Tim Hill auf dem Weg zur Baustelle so nervös wie schon lange nicht mehr. Wenn es in der vergangenen Nacht zu einem Dammbruch gekommen ist, waren 9 Monate Arbeit umsonst. Das Wetter scheint allerdings auf Seiten der Männer zu sein. In der Nacht ist es ganz plötzlich wieder kalt geworden. Und vor Ort ist der erste Eindruck gar nicht so schlecht. Der Wasserstand ist 1 Meter niedriger als gestern Abend. Tatsächlich liegt der Pegel wieder im grünen Bereich, deutlich unterhalb der Krone des Damms. Nur am unteren Fangdamm sieht es erwartungsgemäß nicht ganz so gut aus. In diesem Bereich ist alles überschwemmt. Der Beton für das Fundament, der erst vor 2 Tagen gegossen wurde, steht unter Wasser. Hier ist das Wasser durch den Fangdamm gedrungen. Als erstes werden jetzt die Pumpen wieder in Betrieb genommen. Pumpen wir schon wieder? Beide Pumpen sind in Betrieb, die laufen, aber hier steht jede Menge Wasser. Als nächstes untersucht Hill die Schäden am Damm. Hier ist so viel Wasser durchgesickert, dass der Kern des Dammes beschädigt ist. Und das ist noch nicht alles. Da hat sich einiges bewegt. Die Risse zeigen, dass sich der gesamte Damm verschoben hat. Hier wird einiges zu reparieren sein. Komm. Ich brauche den Bagger. Das werden größere Arbeiten. Aber Tim Hill und Gerolamo Vardanaga sind trotzdem zufrieden. Die Schäden hätten deutlich schlimmer sein können. Wenn es jetzt eine Weile so kalt bleibt, kann bald schon am eigentlichen Damm weitergearbeitet werden. Eines aber hat die Nacht gezeigt. Der Fluss, der schon seit Millionen von Jahren durch dieses Tal fließt, wird sich nicht widerstandslos zähmen lassen. Wieder geht ein harter Tag zu Ende. Die Männer kehren ins Camp zurück. Jetzt müssen die wohl wichtigsten Leute hier zeigen, ob sie heute ganze Arbeit geleistet haben. Die Köche. Ohne sie würde im Tal gar nichts laufen. Tunnel wie Dammbauer haben nämlich eines gemeinsam, einen Bärenhunger. Kein Wunder, dass in der Großküche tagtäglich 4 Tonnen Nahrungsmittel verarbeitet werden.
650 Leute, Frühstück, Mittag und Abendessen, 27 Nationalitäten. Heute gibt es 1200 Kilogramm Fleisch, 1600 Kilo Gemüse und Obst, knapp 400 Kilo Kartoffeln und genug Nachtisch für jeden. Wie aber lassen sich die gastronomischen Wünsche von Menschen aus fast 30 Ländern erfüllen? Alle sollen sich wie zu Hause fühlen, manchmal. Ich esse ja lieber Gemüse als Fleisch. Und was tun 1500 müde Männer, wenn sie sich satt gegessen haben? Das Freizeitangebot ist im Lager eher begrenzt. Es gibt ja immer jede Menge Arbeit. Im Notfall arbeitet man einfach ein bisschen. In der Bar wird kein Bier verkauft und nicht einmal die Fernseher reichen für die Belegschaft. Das ist hart. Die Unterkünfte sind okay, aber eigentlich ist es kaum besser als in einem Gefängnis. Tausende Kilometer von ihren Familien entfernt ziehen sich die meisten Männer abends schnell in ihre spartanischen Zimmer zurück. Wir können nichts trinken, Frauen gibt es keine. Was bleibt einem da? Rauchen und warten. Aus Langeweile hat einer der Männer einen eher seltsamen neuen Sport entwickelt. Er zündet sich die Hosen an. Ein bisschen Benzin, ein Feuerzeug und schon ist das Leben etwas freundlicher. Wer sagt denn, dass in Island nichts los ist? Das macht Spaß. Wir leben hier im Kloster. Wir arbeiten und schlafen. Wie Mönche. Am nächsten Morgen sind die südafrikanischen Schweißer an der Tunnelbaustelle endlich fertig. Sie haben die neun Teile des Schneiderads zusammengefügt. Chris DeLanger und Mike Berngesser sind einen wichtigen Schritt weiter. Bevor es allerdings losgehen kann, muss die Arbeit der Schweißer sorgfältig inspiziert werden. Schon die kleinste Unsauberkeit an einer der Schweißnähte und der Schild könnte wieder in seine Einzelteile zerfallen. Ich muss mir das ganz genau ansehen, weil jeder kleine Riss im Laufe der Zeit größer werden würde. Und das führt dann natürlich irgendwann zu Problemen. Ich benutze drei Produkte. Das erste beseitigt alle Ölspuren. Dann wird eine rote Farbe aufgesprüht, die noch in die kleinsten Risse und Sprünge sickert. Anschließend folgt ein weißes Pulver. Wenn es Risse gibt, sickert die rote Farbe durch und wird dann auf dem weißen Pulver sichtbar. Das zeigt uns das Problem. Hoffentlich haben wir keins. Insgesamt gilt es, fast 30 Meter Schweißnaht zu überprüfen. DeLanger checkt jeden Zentimeter selbst. Nicht, dass ich den anderen nicht trauen würde. Aber ich mache es lieber selbst, weil ich dann weiß, dass es richtig gemacht wurde. Ich trage ja auch die Verantwortung. Das ist immerhin mein Baby. Bis jetzt bin ich sehr zufrieden. Sieht echt gut aus. Um jede Schweißnaht untersuchen zu können, muss DeLanger den Schild leicht drehen. Da der Antrieb noch nicht funktioniert, muss das von Hand erledigt werden. Und leicht ist das nicht. Es dauert. Wir haben ihm gesagt, dass er eine Winde nehmen soll. Er wollte nicht. DeLanger braucht für die Inspektion der Schweißnähte ganze zwei Tage. Doch was er dabei sieht, macht ihn durchaus zufrieden. Es gab keine Oberflächenrisse. Alle Nähte sind perfekt. Ganz wie ich erwartet hatte. Wie DeLanger ist auch Mike Berngesser schon lange im Geschäft.
Als Kenner der Maschinen, die hier zum Einsatz kommen, fragt jeder ihn um Rat. Und das kann gelegentlich nervtötend sein. Ich bin beschäftigt, ich sehe mir das nachher an. Ich repariere gerade das Wasser für euch. Manchmal frustriert das. Je länger ich von zu Hause weg bin, umso frustrierender wird es. Der Vortriebsschild ist einsatzbereit, doch die Langer und Burngasser haben ein neues Problem entdeckt. Die Schweißer sollen die einzelnen sogenannten Schneidringe vor der Montage mit Nummern versehen. Das allerdings wurde vergessen. Ohne diese Nummern kann aber unmöglich kontrolliert werden, wie lange jedes einzelne Lösewerkzeug benutzt wurde. Die Langer sieht keine andere Möglichkeit. Er fordert die Crew auf, die Messer noch einmal zu entfernen und die vorbereiteten metallenen Nummern darauf zu schweißen. Doch auch am nächsten Tag ist nichts geschehen. Die Leute ignorieren ihn schlichtweg. Wie man sieht, sind die Dinger noch immer nicht an ihrem Platz. Die Leute weigern sich einfach. Hoffentlich wird das erledigt, damit die heute Abend wieder angebracht werden können. Man ist hier, um seinen Job zu machen und muss zusammenarbeiten. Alles Persönliche sorgt nur für Probleme. Burngasser stellt fest, dass er weniger geduldig ist als noch vor ein paar Jahren. Dabei hat ihn sein aufbrausendes Naturell schon in Schwierigkeiten gebracht. Ich bin im Lauf meiner 25, 26 Jahre von einigen Baustellen geflogen und habe einige auch selbst verlassen. Man kann sich nicht mit jedem verstehen. Mit einigen lässt es sich doch wirklich kaum arbeiten. Wenn hier nicht bald etwas geschieht, wird noch mehr Zeit verloren. Und vom Tunnel bleibt auf ewig nur die Startröhre. Dabei ist der erneute Wintereinbruch wie ein Geschenk des Himmels für die Arbeiter. Vor allem die Leute von der Baustelle im Tal sind gleich besser gelaunt. Man kann sich auf das Wetter nicht verlassen. Eher kann man einem Politiker vertrauen. Nie zuvor machte das Eiskratzen so viel Spaß wie heute. Doch dann eine unangenehme Überraschung. Tim Hill, der aus dem vergleichsweise warmen England kommt, hat einen entscheidenden Fehler gemacht. Die Handbremse ist eingefroren. Eingefroren. Ich brauche einen anderen Wagen. Kann ich den Wagen tauschen? Meine Handbremse ist eingefroren. Eingefroren? Ja. Ich habe nur was ganz anderes da. Ihre ist doch gut. Jetzt noch eine kleine Schulung. Verzichten Sie auf die Handbremse, wenn es friert. Der Wasserpegel ist 3 Meter niedriger als gestern und vorgestern Abend. Wie geht's? Sehr gut. Trotz des sinkenden Wasserstands will die Mannschaft kein Risiko eingehen. Heute wird der untere Damm noch einmal verstärkt. Man kann ja nie wissen. Um die Felsbrocken im Flussbett platzieren zu können, müssen die Bagger direkt am Rand des Damms arbeiten. Besonders sicher stehen die schweren Geräte hier allerdings nicht. Wenigstens haben die Felsstürze aufgehört. Auch das hängt mit dem neuerlichen Kälteeinbruch zusammen. Inzwischen ist rings um die Männer wieder alles tiefgefroren. In der Mittagspause telefoniert Mike Burngasser mit der Heimat. Aber Christy Langer wartet schon ungeduldig darauf, dass er sein Telefonat beendet. Er ist zu höflich, um ihn einfach zu unterbrechen. Im Tunnel gibt es schon wieder ein Problem. Burngassers Hilfe wird gebraucht. Das ist echt witzig hier, Mike. Du solltest rüberkommen. Wann kriegt deine Frau das Baby?
Endlich hat Berngasser sich losgerissen und endlich kann die Langer ihm das neueste Drama schildern. Die Lösewerkzeuge, die sich in den Boden vorarbeiten sollen, sind zwar an ihrem Platz, doch sie wurden von der falschen Seite her installiert. Die Schweißer schoben sie von vorne in die vorgesehenen Öffnungen und fixierten sie dann. Die Schneidringe sollten aber von hinten durch den Schild geschoben werden. Nur so lassen sie sich wieder auswechseln. Berngasser ist entsetzt. Die Arbeit war schon wieder umsonst. Und wieder muss alles noch einmal gemacht werden. Die Rollmeißel müssen ein weiteres Mal abgenommen und dann von der richtigen Seite angebracht werden. Solche Dinge hätten die schon vor langer Zeit lernen sollen. Sie waren einfach nicht bei der Sache. Und ich kann dann die Sache ausbaden. Erneut wird einen ganzen Tag lang geschweißt werden müssen. Doch diesmal macht die Lange es lieber gleich selbst. Anders als in der Startröhre macht die Arbeit draußen inzwischen Fortschritte. Die Leute platzieren schon die Stahlbewehrungen, die dem in die Höhe wachsenden Damm Stabilität verleihen sollen. Gleich oberhalb des Tales wurde außerdem eine ganze Reihe riesiger Rampen und Förderbänder aufgebaut. Über sie sollen Millionen Tonnen Felsgestein und Kiesel direkt zur Baustelle gelangen. Das dürfte die Arbeiten beschleunigen. Bislang wurde das Baumaterial von einzelnen Lastwagen vor Ort gebracht. Jetzt soll der Nachschub deutlich schneller fließen. Das Wetter könnte schon bald wieder umschlagen. Diesmal wollen sich die Männer von den Klimakapriolen aber nicht mehr überraschen lassen. Drei Wochen sind vergangen. Heute soll sich die Szenerie auf der Baustelle im Canyon ein weiteres Mal grundlegend verändern. Bis dato fuhren alle Fahrzeuge auf dem Weg in das Tal über diese schmale Behelfsbrücke. Jetzt soll die Brücke verschwinden. Der Wasserstand im Fluss wird schon bald wieder so hoch sein, dass sie einfach aus ihren Verankerungen gerissen werden könnte. Sie haben schon zwei Kräne in Position gebracht, die Brücke einfach wegheben. Ohne die Brücke kann die Baustelle nur noch über das System aus Förderbändern mit Material versorgt werden. Die riesigen Lastwagen werden dann aus dem Tal verschwunden sein. Nur einige von ihnen bleiben vor Ort. Sie können die Schlucht erst im nächsten Winter wieder verlassen. Dann soll der Damm so hoch sein wie die Hänge links und rechts. Bagger und LKW könnten das Tal dann einfach über die Dammkrone verlassen. Als Tim Hill an der Brücke eintrifft, ist er ziemlich überrascht. Eigentlich sollte sie längst verschwunden sein. Noch hat sich aber nichts getan. Morgen. Was ist denn los? Ganz einfach. Die Kräne, die Brücke wegheben sollten, sind zu klein. Und wieder bleibt eine wichtige Arbeit unerledigt. Direkt am Damm geht es endlich mit Volldampf zur Sache. Die Männer schichten Felsen und Geröll in Rekordzeit aufeinander. Auch auf der flussabwärts gelegenen Dammseite tut sich was. Hier werden schon die riesigen Blöcke platziert, aus denen sich eines Tages die Außenwand des fertigen Dammes zusammensetzen soll. Das ist die untere Seite. Hier geht es 200 Meter hoch, bis zur Krone. Die verlorene Zeit konnte auch auf dieser Baustelle nicht wieder hereingeholt werden. Trotzdem ist Tim Hill verhalten optimistisch. Jetzt wird alles schnell gehen. Und das muss es auch. Wir könnten schon morgen Hochwasser haben. Mit jedem Tag wird das Risiko größer.
Wenn alles gut geht, hat der Damm bis zum Ende des Sommers seine endgültige Höhe erreicht. Schon in 3 Jahren soll das Wasser aus dem Stausee dahinter die Turbinen des neuen E-Werks antreiben. Dafür muss allerdings zuerst die Tunnelbohrmaschine funktionieren. Gerade heute kommt der Moment der Wahrheit. Jetzt wird sich zeigen, ob der riesige Bohrschild in der Startröhre nach den langwierigen Montage- und Schweißarbeiten endlich einsatzbereit ist. Berngesser gibt ein paar letzte Anweisungen. Er kann zusehen, wenn es losgeht, sagt er es dir. Chris DeLanger überprüft noch einmal alles. Da muss Öl drauf, sonst haben wir bald ein Problem, Kumpel. Dann wird im Kontrollraum der Schalter gedreht, der alles entscheidet. Das Rumpeln zeigt, dass sich das Schneiderrad dreht und die Förderbänder das Gestein abtransportieren. Niemand darf in die Nähe des laufenden Schneiderads. Trotzdem ist deutlich zu sehen, dass alles funktioniert. Der stetige Fluss an Erdreich und Gestein ist der beste Beweis dafür. Die Arbeit am Tunnel hat tatsächlich begonnen. Wenn die Maschine zum ersten Mal loslegt, ist das toll. Man hat dann wirklich das Gefühl, etwas geschafft zu haben. Auch Mike Berngesser ist zufrieden. Er hat seine Arbeit hier fast erledigt. Dieses Geräusch bedeutet, dass ich bald nach Hause darf. Alles läuft perfekt, bis... Der Strom ist weg. Lee, was ist los? Hast du das Ding abgeschaltet? Wir haben offenbar Schwierigkeiten mit der Stromversorgung. Das ist das 3. Mal in kurzer Zeit, dass der Strom weg ist. Was ist das Problem? Die Trafostation? Nach einigem Suchen ist die Ursache gefunden. Aus diesem Schlauch spritzt Wasser direkt auf die Stromleitungen. Kaum ist alles wieder trocken, frisst sich die Maschine weiter in den Berg. Im Lauf der nächsten 3 Jahre wird sie den Tunnel nun tagtäglich um mehr als 30 Meter ins Gestein treiben, selbst wenn sie dabei auf harten Fels stößt. Mike Berngesser kann Island den Rücken kehren. In wenigen Wochen wird er mit der Arbeit an seinem nächsten Tunnelprojekt beginnen. Trotz der Schwierigkeiten, der Profi ist zufrieden. Am Ende, wenn die Maschine dann läuft, weiß man, was man vollbracht hat. Und je härter ein Job war, desto größer ist das Gefühl des Erfolgs, weil man mehr arbeiten musste, um das Ziel zu erreichen. Auch Chris DeLanger packt seine Sachen zusammen. Er fährt allerdings nur 50 Kilometer, wo er eine zweite Maschine zusammenbauen soll. Und wenn das erledigt ist, wartet noch eine dritte. Er bleibt bis zum bitteren Ende vor Ort. Einer muss ja dafür sorgen, dass die Technik funktioniert. Ich bleibe 4 Jahre. Naja, wer Geld will, muss arbeiten. Auch Tim Hill bleibt, bis der Bau abgeschlossen ist. Die Arbeit an solchen Großprojekten ist immer aufregend. Das macht es spannender. Weitere Jahre lang werden die Männer in dieser entlegenen Schlucht im Clinch mit den Elementen und dem gefährlichen Terrain liegen. Sie müssen dabei immer wieder Probleme lösen, von denen sie heute noch nichts ahnen. Doch wenn sie ihre Arbeit getan haben, entstehen in dieser wirtschaftlich benachteiligten Region neue Arbeitsplätze. Die 1500 Baunomaden, die das ermöglicht haben, sind dann auf dem Weg zur nächsten Herausforderung. Einige machen jetzt schon Pläne. In 3 Jahren wird hier überall Wasser sein. Nur eine Insel bleibt. Vielleicht mache ich ein Restaurant am See auf.